Hallo meine Lieben, hinter dem 12. Türchen versteckt sich schon wieder ein kleiner Backtipp. Heute zeige ich euch, wie ihr gebackene Mäuse selber machen könnt. Als erstes gebt ihr 250 Gramm Mehl in eine Schüssel und dazu einen Teelöffel Backpulver und das Ganze rührt ihr dann einmal um. Dann braucht ihr eine Schüssel, gebt dort einen Topfen hinein und drei Eier. Das Ganze mixt ihr dann einmal mit dem Mixer durch, bis es schön cremig wird. Und dann gebt ihr die Mehlbackpulvermasse hinzu und rührt das Ganze nochmal um. Wie ihr seht, das wird schon ziemlich fest. Und dann gebt ihr noch 3 Esslöffel Zucker und 2 Teelöffel Vanillezucker hinzu. Den Zucker hättet ihr aber auch bei den Eiern dazugeben können, ist mir dann später eingefallen. Ja, und wenn so etwas passiert, dann nehmt einfach einen Gummilöffel und drückt das Ganze raus, denn es sollte sich ja auch wirklich ordentlich verteilen. Ich habe dann das nochmal durchgemixt, bis es schlussendlich so aussah. Und das ist dann wirklich eine feste Masse, aber nicht zu fest, also ja. Dann braucht ihr neutral schmeckendes Öl, also ich habe Sonnenblumenöl verwendet. Gebt da so 2-3 cm in einen Topf und erhitzt das Ganze. Dann richtet doch schon einmal einen Teller mit einem Küchenpapier her, wo ihr dann die gebackenen Mäuse draufgeben könnt. Dann nehmt ihr mit einem Esslöffel einen Batzen Teig und gebt den mit einem anderen Esslöffel runter vom Löffel in das Öl. Ja, und bei mir war es noch zu wenig heiß, eigentlich sollte es so aussehen. Genau, und es sollte nicht zu viel brutzeln, wenn ihr es reingebt. Also gerade, dass es brutzelt, denn sonst sind sie schnell dunkel, aber innen noch nicht durch und dann sehen sie nicht so appetitlich aus. Rausgenommen habe ich das Ganze dann mit 2 Gabeln, damit das Öl auch wirklich schön abtropfen kann. Und dann macht ihr da weiter, gebt immer wieder Batzen Teig hinein, schaut, dass das Ganze nicht am Boden festhängt. Der sollte nämlich schwimmen. Und ja, dann macht ihr das so lange, bis ihr keinen Teig mehr übrig habt. Und der Teller mit euren gebackenen Mäusen füllt sich immer und immer mehr, bis es voll ist. Mit ein wenig Staubzucker sieht das Ganze dann noch leckerer aus und schon könnt ihr es servieren. Und das war's auch schon mit dem Backtipp für heute. Wir sehen uns dann morgen. Bis dann, tschüss!